Servus, grüß euch und hallo, herzlich willkommen in unserer Cocktail-Ecke für alkoholische Getränke hier bei etza.online. Heute mit einem Raspberry Collins. Diese Variante des Tom Collins wurde 1999 in London von Crabtree Hill kreiert. Ihr benötigt 45 ml Gin, 15 ml frisch gepressten Zitronensaft, 15 ml Zuckersirup, 20 ml Mineralwasser mit Kohlensäure, 6 bis 8 frische Himbeeren plus eine für die Deko und zu guter Letzt Eiswürfel. Kommen wir zur Zubereitung. Die Himbeeren mit Hilfe eines Stößels in einem Shaker zerdrücken, die anderen Zutaten bis auf das Mineralwasser dazugeben und mit Eiswürfel auffüllen. Den Shaker kräftig schütteln, bis die Wände beschlagen sind. Ein Longdrinkglas bis zum Rand mit Eiswürfel füllen. Den Shaker öffnen und das Mineralwasser hineingeben. Und das Ganze mit Hilfe eines Einsiebs und eines Feinsiebs in das Glas filtern. Das Getränk dann mit einer Himbeere garniert servieren. Fertig! Für Anregungen und Fragen stehen wir euch gerne unter idee@etza.online zur Verfügung, wünschen euch nun viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit. Euer etza.online-Team.